Mein lieber Wassermann, eieiei, was für eine grandiose Horoskoplegung erwartet dich hier in diesem Video. Ich berichte hier von einem jungfräulichen, wilden Durchbruch, den du dir wahrscheinlich noch gar nicht überhaupt vorstellen könntest. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam diese geile Reise zu gehen durch dein 2023. Hier bekommst du die wahren Antworten auf die sichtbaren Geschehnisse deines Lebens. Viel Freude, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, mein zauberhafter Wassermann, zu deinen Prophezeiungen im Jahr 2023. Ich freue mich sehr, gleich mit dir gemeinsam in die Geheimnisse, in die Tiefen und Höhen des Jahres hineinzuschauen, in die sichtbaren und die unsichtbaren Geschehnisse. Das, was sichtbar ist und das, was eventuell nicht sichtbar wird, du bist hier auf jeden Fall durch dieses Video bestens vorbereitet. Hallo, ich bin Xenia, the Funky Oracle, das Orakel für das Unterbewusste und Bewusste, wie gesagt, für das Sichtbare und das Nicht-Sichtbare in diesem Leben. Ich bin das Orakel für die höhere Timeline. Ich leite dich in das Leben deiner Träume. Ich begleite dich dahin und dazu kannst du dir meine Videos hier auf YouTube anschauen. Dazu kannst du deine persönliche Legung bei mir buchen und dazu kannst du auch deine persönliche Audio-Meditation bestellen, die dann dir hilft, in die höhere Timeline zu kommen. Das ist ein sehr, sehr großartiges neues Produkt, was wir hier auf dem Channel anbieten. Und wenn du mich mit der Spende deiner Wahl unterstützen möchtest, sehr, sehr gerne. Unten findest du den PayPal-Link, den du ganz einfach aufrufen kannst und gleich den Betrag deiner Wahl aussuchen kannst und mich supporten. Mich supporten kannst du ebenfalls, wenn du The Funky Oracle abonnierst. Abonniere es, subscribe, aktiviere die Glocke, verpasse keines der Videos und helfe mir, meine Botschaften an das Kollektiv zu verbreiten. Nun geht es ganz und gar um dich, meine zauberhafte Seele. Ich freue mich sehr für Wassermänner, alle, die Wassermann in ihrer Chart haben oder Crosswatcher, wenn du mit einem Wassermann, Wasserfrau vielleicht zusammen bist oder dich allgemein über die Energien, insbesondere weil wir gerade im Wassermann-Zeitalter uns befinden, interessierst. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ich bin, die Liebe, ich bin das Licht, ich bin du Wassermann. Erlaube mir, deine Energien zu lesen, erlaube mir, die Geheimnisse, Höhen und Tiefen deines Jahres 2023 zu erlesen, zu erkennen und an dich weiterzuteilen. Ich bitte dich um deine Erlaubnis, mir zu erlauben, dein Energiefeld zu betreten und deine höhere Timeline zu lesen. Dafür like und kommentiere das Video. Das ist in der YouTube-Sprache das einfachste, beste, was du tun kannst. Mit dem Liken und Kommentieren erlaubst du auch den Botschaften, dich auf der Herzensebene zu erreichen und du hilfst enorm dem Kanal. Ebenso wie den Videos, wie den anderen Menschen da draußen. Ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe das, was ich bin, liebe ich bin, ich bin du. Lass uns nun in die Themen Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan hineinschauen. Und beginnen tun wir mit der allgemeinen Karte, mit den allgemeinen Energien. Die allgemeinen Energien, Prinz der Kelche. Junge männliche Energie, die sich auf die Suche begibt. Wenn du den Mann suchst, den Mann deiner Träume suchst, dann sehe ich auf jeden Fall, dass dein innerer Mann erwacht und in dir entpuppt sich, erwacht so ein Anteil, den du bis jetzt auf der einen Seite noch nie so richtig bewusst erlebt hast und gleichzeitig aber fühlt sich das so richtig an, so wie du dich verhältst, was du sagst, wie du mit anderen sprichst. Das ist so, als wenn man sagen würde, so eine Person wollte ich schon immer sein. Und auf einmal hat man diesen Anzug, auf einmal hat man diese Skills, diese Fähigkeiten, sich so auszudrücken, sich so zu verhalten, das zu sagen, das zu tun, auf die andere Person so einzugehen. Und die Worte fließen einfach aus dir heraus und fühlt sich geil an.
also so sehe ich dich. Das ist so wie, oh krass, ich habe einen neuen Anzug sozusagen. Ich habe ganz, ganz neue Fähigkeiten. Und diese Energie, diesen neuen Anzug bezieht sich nochmal auf die männliche Energie, auf die junge männliche Energie. Geht also um die Heilung deines inneren jungen Mannes. Es geht, wenn du Kinder hast, es geht um deinen Sohn, um deinen jungen Sohn. Es geht hier um das Alter zwischen 10 und 20 Jahren, so Anfang 20, sehr frisch, sehr jung. Dieser Romantiker macht sich auf die Suche. Er wird aus dem Königshaus endlich entlassen und macht seine eigenen Erfahrungen. Er sucht nach seiner Prinzessin. Er trägt den Schal der Transformation. Dieser Schal hat eine violette Farbe. Und du bist gerade losgestartet. Das ist so, das fühlt sich mega geil an. Du fühlst dich, wenn ich das so übertragen würde, fühlt sich deine Energie im 2023 wie eine Energie von einem jungen Mann, so 19 Jahre, der ist aus dem Haus raus, ausgezogen. Du bist dann irgendwo im anderen Land oder du bist in eine eigene Wohnung gezogen und du trägst noch die Klamotten, die vielleicht dir deine Eltern gekauft und geschenkt haben. Das ist so eine Übergangsphase. Du bist kein Teenager mehr und gleichzeitig bist du aber auch nicht dieser Erwachsene oder willst vielleicht nicht sein. Ja, ich weiß, meine Zuschauer sind meistens älter. Wenn du aber tatsächlich in diesem jungen Alter sich befindest und tatsächlich dieser junge Mensch bin, geil. Ich freue mich so sehr, dass wir uns hier gegenseitig angezogen haben. Mega geil. Also, du machst dich auf die Reise, du machst dich auf die Suche, du willst gerade deine eigenen Erfahrungen sammeln und du hast einen Kelch bei dir. Das heißt, du hast eine gewisse Vorstellung, was du alles so sammeln möchtest. Oder aber auch, du hast dich erstmal nur für einen Kelch entschieden für deine Reise. Hier ist es, meine Lieben, egal nochmal wegen des Prinzen, ob du Mann oder Frau bist, hier geht es um diese innere Energie. Und nochmal, diese innere jungen Mannes-Energie ist eine Energie, man will die Welt erkunden, man will die Welt vielleicht auch retten, man will die Welt kennenlernen, man will es kosten. Und Prinz der Kelche steht hier für Gefühle, sprich in dir erwacht wie so eine zweite Atmung, zweite Lunge. In dir erwacht irgend so eine junge Energie, irgend so ein junger Mensch, egal wie alt du bist. Und du sagst, ich will jetzt ausziehen, ich will jetzt mein eigenes Ding machen, ich will meine neue eigene Erfahrungen im Punkto Liebe machen. Hier geht es auch insbesondere ganz stark um Gefühle. Und klar, die Königsklasse der Gefühle ist die Liebe oder die Angst. Das sind die zwei krassen Extremen. Und jetzt willst du aber deine eigene Mitte finden. Denn wie finden wir die Mitte? Indem wir beide Extremen, Plus und Minus, zu Genüge erkunden. Und da du aus dem Königshaus des Wassers ausgebrochen bist, ausgezogen bist, kennst du natürlich du kennst schon die Gefühle. Gefühle sind dir nichts Neues, obwohl du auch Wassermann bist. Ja, das ist ein Luftelement. Und obwohl eigentlich dein Name das Wasser in sich trägt, bist du dennoch Luftelement. Ich sage immer, Wassermänner stellen für mich 10 der Schwerter dar. Man geht all in. Und man geht all in auch komplett gedanklich. Ne? Man möchte über etwas Kontrolle beherrschen, man möchte etwas bestimmen. Alles, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, dann gehst du 100%, es gibt keine halben Sachen. Insbesondere, wenn es um Mentalität geht, wenn es um gewisse Glaubenssätze geht. Du bist dann kein Typ, der einfach nur sich hier 5 Wochen an irgendeinen Glauben festhält und dann die nächsten 2 Wochen wechselst du deine Meinung. Wenn du dich schon für eine Meinung entscheidest, dann ist es so ein Tattoo. Ne? Also da gehst du wirklich, erkundigst du wirklich alles und was dazu gehört. Im Punkto Verstand. Das heißt, du willst es dann verstehen. Und hier sehe ich aber eine neue Energie in dir. Du willst es nicht nur verstehen, jetzt möchtest du es fühlen. Du willst es fühlen. Das, was du bis jetzt verstanden hast,
möchtest du erfüllen? Und ein Oktopus ist hier auf deinem Weg und spreizt seine Arme. Du bist dadurch natürlich ein sehr attraktives Wesen da draußen, weil du diese Jungfräulichkeit in sich trinkst. Und da sage ich gerade Jungfräulichkeit. Schau dir gerne das Video der Jungfrau an aus dieser Serie. Du wirst mit Sicherheit, ich sehe schon ganz viele Parallelen, wirst du für dich viele Antworten bekommen, warum du jetzt gerade dich so fühlst, wie du dich gerade fühlst. Und wenn du dich mehr mit dem Sternzeichen Jungfrau auseinandersetzen möchtest, dann abonniere meinen Account Erwachende Jungfrau Tarot, findest du unten in der Videobeschreibung. Jawohl, ich habe einen zweiten Account. Da geht es wirklich nur um die Jungfrauenenergien. Und hier geht es um diese Jungfräulichkeit. Du willst die Welt erkunden, du willst das neu erleben und du willst das neu erfüllen. Das heißt, das, was du bis jetzt zu 100% bis ins Unendliche, kann man sagen, erkundet hast für dich. Und hier geht es unter anderem auch um die Liebe. Wir werden gleich in die Liebe hineinschauen. Hier geht es generell um die Gefühle. Und die Gefühle sind extrem wichtige Bestandteile in unserem Leben. Und 2023 zeigt dir Erkenntnisse auf, die dir quasi das mitteilen, sowas wie, ach krass, ich dachte, ich kann es mir erdenken oder ich kann nur daran glauben und ich kann ständig, wenn ich ständig an etwas denke, dann muss es doch passieren. Und 2023 entdeckst du einen sehr, sehr wichtigen Attribut in deinem Dasein und dieses Attribut ist Gefühl. Das heißt, wenn du etwas komplett hundertprozentig verstehen möchtest, wenn du über etwas eine absolute Bewusstheit besitzen möchtest, kannst du es nicht nur verstehen, das ist quasi männliche Energie, sondern darfst du es auch fühlen. Sakralchakra, weibliche Energie. Und bedeutet hier, der Verstand geht quasi jungfräulich nach unten. Atmung auf und ab. Der Verstand bewegt sich Richtung Frau. Der Mann geht Richtung Frau. Und bedeutet für Männer unter euch, dass ihr eure Frauen, eure Mütter, eure Schwestern, eure Freundinnen auf eine andere Art und Weise sehen werdet. Man versteht auf einmal, weil man es endlich selber fühlt, was eigentlich heißt, Frau zu sein, was eigentlich heißt, weibliche Energie zu haben, was eigentlich heißt, emotional zu sein und was eigentlich heißt, auch weibliche Hormone zu haben. Denn wir haben männliche, weibliche Hormone, beide Geschlechter, ja. Also hier geht quasi der Verstand auf, die Gefühle auf einmal zu. Das heißt, du siehst dann auch die Menschen, die du früher nicht verstehen konntest, weil sie vielleicht extremst emotional waren aus deiner Sicht, die kannst du auf einmal besser verstehen, weil du das selber jetzt fühlst, was sie vielleicht gefühlt haben. Ja. Ja, so viel dazu. Ich mache mir gleich eine Notiz. Und meine wunderbaren Wassermänner. Jetzt lasst uns einzeln in jedes Thema hineinschauen. Wie geht's denn mit der Liebe weiter? Zweiter Stäbe. Schau mal, das ist deine Liebeskarte für 2023. Hier sehen wir viel Feuer. Die Welt liegt dir auf den Händen. Also auf jeden Fall machen sich die Wassermänner auf die Suche nach der Liebe, nach der wahren Liebe. Und hier sehen wir wieder diesen jungen Mann, der mit seinem lila-violetten Umhang dasteht und dieser Umhang brennt. Du brennst vor der Lust, du brennst vor der Entdeckung. In dir ist so eine Maschine angegangen, da ist so, das kann sein, du schwitzt sogar mehr, dein Körper erhitzt sich vergleichbar mit anderen Jahren mehr. Vielleicht ziehst du auch ein wärmeres Land, vielleicht machst du mehr Urlaub in einem wärmeren Land. Die Welt liegt auf deine Hand und die X. Du manifestierst hier deine Beziehung, du schaust die Welt dir an und du manifestierst hier deine Beziehung, wo ihr beide leben werdet.
und wo du ihn eventuell treffen kannst. Ich sehe hier so ein X, die zwei Stäbe überkreuzen sich. Das sind weibliche Energien. Das heißt, pass auf, wenn du Frau bist, Großteil meiner Zuschauer sind Frauen, ist es Folgendes. Du schaust quasi liebestechnisch, wo auf der Welt fühle ich mich, also du dich selber, am meisten weiblich. Du untersuchst quasi, wo, aber aus der Mannessicht, ja, wo kommen vielleicht die schönsten Frauen her? Oder wo wird die weibliche Energie, die Frau als solche, in welche Kultur wird sie hochgepriesen? Wo kleiden sich die Frauen weiblich? Warum erwähne ich das? Weil du entweder aus diesen Ländern deine Impulse und Inspirationen holst für dich als Frau, weil du gerne besser verstehen möchtest, was auch Frau sein bedeutet, denn unerfüllte Liebe führt natürlich meistens immer dazu, dass wir immer mehr an uns arbeiten, immer mehr versuchen aufzudecken, warum und so weiter und so fort. Und da suchen wir eigentlich nicht nur nach dem Mann, wir suchen eigentlich nach sich selbst. Und nach sich selbst suchen wir, bedeutet, wir suchen nach der inneren weiblichen Energie, nach dem inneren Mann und dann das innere Kind sozusagen, die innere Familie. Und hier sehe ich so eine folgende, du schaust aus der Mannesperspektive auf die Welt, wo ist diese Match am besten, wo fühlst du dich am meisten Frau, wo fühlst du dich am wohlsten, wo kannst du einen Mann treffen, der sich dessen bewusst ist und wo kannst du einen Mann treffen, der gerne transformiert. Du schaust gerade auf die Manneswelt aus einer ganz anderen Perspektive. Die Kriterien, die du bei der Suche nach deinem perfekten Mann verwendest, sind auf einmal ganz neue, ganz andere. Für dich ist jetzt Mannesenergie attraktiv, die gerne transformiert, die stirbt und wird. Ja, diese Phönix sozusagen. Weil du natürlich all in gehen möchtest, du weißt, was all in gehen bedeutet. 10. Schwerte, du bist ein fixiertes Luftelement und dann erwartest du natürlich von deinem Partner, dass es jemand ist, der keine Angst vorm Tod hat, der keine Angst vor der Wiedergeburt hat, ne? der quasi diese Leidenschaft ausstrahlt. Es können auch südländische Regionen sein, es können Südländer sein, auf die du auf einmal stehst, es können Spanier, Italiener, Türken, andere Länder, wo einfach dieses Temperament vorhanden ist. Und dieses Temperament mag sein, dass du auch mit dieser Transformationsattribute vergleichst. Ja, also liebestechnisch bist du ganz offen. Ja, du mischst die Karten gerade nochmal komplett neu und beobachtest. Du bist auf so eine Beobachterperspektive. Solltest du bereits in der Beziehung sein, dann geht es hier auch um die Transformation innerhalb eurer bestehenden Beziehung. Du wünschst dir in deinem Partner mehr Feuer im Arsch, mehr offene Sicht, mehr Führung, dass dein Partner anfängt zu gestalten, dass er quasi aufwacht, dass er die Augen aufmacht, dass er anfängt zu strahlen, dass er anfängt die Welt an sich anzuziehen. Übrigens für diejenigen, die Single sind, weil ihr natürlich ihn finden wollt. Ne? Er strahlt jetzt wie bei so einem Paartanz, wie bei so einem wenn die Vögel sich quasi generell gegenseitig so einen Paartanz vorführen, so einen Paarungstanz vorführen, so sehe ich das. Du wünschst dir von deinem Mann, dass er mehr Ausstrahlung zeigt, dass er Ausstrahlung im Sinne energetischer Ausstrahlung, dass er mehr die Welt auf der Hand sieht. Das sollte er zum Beispiel in seinem Team vielleicht ein bisschen eingeschlafen sein, in Stocken geraten sein, dass er sich nicht weiterentwickelt, wünschst du dir, dass dieser Mensch
anfängt zu transformieren, dass er erkennt, an in welchem Stadium er sich befindet, dass er wieder aktiv wird. Mhm. Ja, so viel dazu. Sehr spannend wieder mal. Wir schauen mal weiter in puncto Karriere. Hier sehen wir The World. Ah, bitteschön, das ist so, als würde ich schon die Karte, die vorgehende Karte mitbenutzen. Karriere sehen wir auch. Absolute Offenheit, schau mal. The World, 21. Wir sind hier schon nicht nur 19, sondern 21. Ja, vielleicht bist du mit 21 schon mal umgezogen gehabt oder hast dich mal gefragt, wie es wäre, wenn du woanders hinziehst und jetzt wiederholt sich der Kreis wieder. Du bekommst wieder eine Chance auszubrechen. Du bekommst wieder eine Chance, die Welt zu sehen. Du bekommst wieder eine Chance, andere Kulturen zu spüren. Ich sehe hier auch Afrika. Vielleicht fasziniert dich Afrika. Vielleicht magst du auf diesem Kontinent leben. Das kann auch sein, dass diese Kultur dich extremst anzieht, weil diese Kultur sehr, die ist anders, die ist frei. Und dunkle Haut ist ja generell die Haut, die extremst viel Melanin hat. Sprich, diese Haut kann am besten die Sonne aufsaugen und die Sonnenenergie aufsaugen. Und Sonnenenergie ist die Gottesenergie. Also, du sehnst dich nach dem Ort beruflich, an dem du dich frei fühlst, an dem du dich nicht in Zwängen fühlst, an dem die weibliche Energie, an dem du dich frei fühlst, an dem du andere Klamotten trägst, an dem du einfach diese warme Luft an deiner Haut spürst und du weißt einfach, du bist immer beschützt. Die Sonne, der Gott, die Sonne hält dich und supportet dich. Mhm. Weil du dort, wo du jetzt bist, schon so viel aufgeräumt hast und du merkst einfach, dass das ist unendlicher Kreislauf. Na, du hast hier 10 Jahre gewartet, hier 10 Jahre gewartet und es verändert sich nichts. Und das kann sein, dass du damals mit 19, 20, 21 kurz vor so einer Entscheidung standest, mal auszubrechen, vielleicht nicht zu heiraten, nicht zusammenzuziehen oder nicht zu Hause zu bleiben, nicht diesen Job anzunehmen, nicht diese Ausbildung zu machen, sondern was anders zu machen. Dir wurden Angebote im Außen erteilt, ein OP zu sein, Auslandsjahr zu machen, zu verreisen. Und das kommt wieder zurück. Und karriertechnisch willst du dich als Frau zeigen. Karriertechnisch willst du, dass die Menschen dich sehen. Karriertechnisch willst du dich für dein, du willst dich für deinen Job Schmuck machen. Du willst auch Schmuck tragen und du willst, dass du weißt auch, dass dort, wo du lebst, du eingeschränkt bist. Da ist, die Menschen sehen dich dort nicht und du fühlst dich dort nicht wohl, wo du lebst. Ich sehe, dass dieser Ruf immer stärker wird. Und 21 ist 3 mal die 7. Und 3 mal die 7, das sind 3 Beziehungszyklen. Das heißt, du bist reif. Du bist jetzt erwachsen. Mhm. Du bist jetzt eine erwachsene Frau mit 21, egal ob du älter bist. Du bist eine erwachsene Frau, die sagt, ey, wisst ihr was? Ich traue mich. Ich mache das jetzt. Weil ich merke, wenn ich selber den Schritt nicht gehe, dann macht es keiner für mich. Ja. Und dann machst du es. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja, weiter geht's mit dem Thema Geld. Wow, mega starke Energie. König der Münzen. Und geldtechnisch, natürlich aufgrund von so einer mega starken Entwicklung und Positionierung da draußen, bist du ja auch ein ganz starker Geldmagnet. Du hast deine Finanzen im Griff. Du hast eine viel, viel ruhigere und natürliche Beziehung zum Geld. Bedeutet, dass es wie, du weißt, dass Geld kommt und geht. Das ist wie Natur. Ne? Die Blumen, die Pflanzen gehen auf, Frühling, Sommer, alles blüht und dann Herbst wird es wieder weniger und dann liegt alles unterm Schnee im Winter.
Das heißt, hier womöglich erkennst du auch, dass dein Geld Rhythmus, dein Geld Beziehungs dein Geldschema, dein Geldverdienstmuster irgendwie auch mit Jahreszeiten zusammenhängt. Dass du zum Beispiel im Sommer so viel verdienst, im Winter so viel. Vielleicht um deinen Geburtstag ist es dann richtig intensiv, weil du weißt, jetzt kommt die warme Zeit oder du hast was zur Seite gelegt. Ja, also der Umgang mit dem Geld ist jetzt ein ganz anderer. Und das ist das, was ich gesagt habe eingangs. Einerseits fühlt sich das mega geil an und du sagst, naja klar, das habe ich ja schon mein Leben lang gewusst. Ja, aber du hast das nie gefühlt und weil du es nie erlebt hast, weil du es nie gemacht hast. Das heißt, wenn wir Gedanken, Gefühle und Handlungen hier als Dreieck haben, und Dreieck ist hier übrigens auch eine Energie, die ich hier gesehen habe, Dreieck. Pyramide, sehr, sehr starkes Element. Das heißt, du kannst nur dann Bewusstheit über etwas sammeln, wenn du darüber nicht nur die Information besitzt. Nehme an, dass du sagst, ja, ich weiß, um irgendwie so und so viel zur Seite legen zu können, muss ich das und das und das tun. Das weiß ich. Ich weiß das alles. Ja, man muss mich erzählen. Und dennoch sind das oft diese Menschen, die extrem viel wissen und es aber nicht leben. Und sie leben es nicht, weil die es nicht fühlen. Und das ist diese Schlange, die sich isst. Das ist übrigens mega, mega geiler Tipp. Ich hoffe, du verstehst das jetzt. Wenn du jetzt diesen Code verstehst, dann alles, was ich hier sage, das bist du nächstes Jahr. Du lebst etwas nicht, wenn du nicht daran denkst und wenn du es nicht erfüllst. Bedeutet, wenn du dir etwas vorstellst, wo du leben möchtest, was du machen willst, wie viel Geld du verdienen willst, wie viel du arbeiten willst, welche Beziehung du führen wirst, alleine mental in deinem Kopf ist es nicht ausreichend, nur ständig daran zu denken oder sich das vorzustellen. Es kommt nicht von alleine. Manifestation ins Weltliche findet über das Herz statt. Hier. Wenn du über etwas so nicht fühlst, dass du fröhlich bist, dann kommt das nicht in dein Leben. Das ist ein Selbstschutzmechanismus. Warum? Und insbesondere jetzt. Früher hast du immer mehr Stress und Probleme angezogen, weil der Parasit in dir sich davon ernährt hat. Mittlerweile bist du immer, immer mehr reiner geworden. Ja, du fühlst immer mehr deine Natur. Und deine Natur sagt dir, es gibt nicht nur Parasiten, sondern es kann nicht immer zerstört werden. Es wird auch was aufgebaut. Ne? Das heißt, ja, in der Natur wird nicht alles zerstört. Einiges wird zerstört, einiges erblüht. Endloser Prozess. Und das ist hier auch dein Geldverhalten. Du weißt, das Geld ist ein Flow. Manches geht, manches kommt. Manches geht, manches kommt. Das ist die Erkenntnis, die du nicht nur verstehst, lebst, sondern auch wirklich fühlst. Und fühlen, meine Liebe, musst du, wenn du das Jahr erst noch vor dir ist, dann sagst du, ja, wie kann ich das fühlen? Das habe ich noch gar nicht erlebt. Dann erinnere dich einfach aus dieser Perspektive an deine Vergangenheit. Wie dein Geld zu dir gekommen und wie es auch gegangen ist. Fühle dich wieder hinein. Ja. Und wenn du schaue quasi durch diese Linse des Mitgefühls mit dir selbst, ohne nur verurteilen zu müssen, okay? Und König der Münzen ist eine ruhige, sichere, beschützende Energie, was Geld betrifft. Das heißt, hier sehen wir einen Naturgott, hier sehen wir einen König der Natur, einen König der Münzen, König des Greifbaren, König des Materialistischen sozusagen. Und hier sehe ich eine Energie, indem du anfängst, es zu fühlen, in dich hineinzufühlen, ziehst du es auch endlich in der Physis an. Du weißt einfach, dass das Geld, mittlerweile weißt du es, neutral ist. Und du kreierst für dich eine neue Schale. Deine Schale war bis jetzt vielleicht so. Du
baust jetzt genug Platz, energetischen Platz für dein Geld. Denn das Geld ist kein Fremdwort mehr für dich und verursacht nicht nur noch Angst, sondern Geld ist ab jetzt natürlich. Und hier sehe ich einen wunderbaren männlichen, und männlich bedeutet für mich hier mit Humor, mit Leichtigkeit, mit Ruhe und mit einer gewissen Stabilität und Überzeugung, dass das, was du planst, das, was du vorhast, richtig und ausreichend ist. So eine Energie bezüglich des Geldes sehe ich hier deinerseits. Und das fühlt sich gut an, oder? Wenn man so über etwas spricht und fühlt und denkt und sagt und tut, insbesondere wenn es etwas ist, was so ein Mysterium ist. Es wird gehypt und gehasst. Ach. Und jetzt findest du deine persönliche, private Mitte. Und ich hoffe sehr, dass durch dieses Reading dir immer mehr bewusst wird, wie du in diese Mitte kommst. Und zum Schluss möchte ich den Seelenplan für 2023 für dich, mein zauberhafter Wassermann, erwähnen und beschreiben. Und ja, vier Stäbe. Vier Stäbe, die sind auf dem Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt inzwischen umgedreht habe, aber es ist, wie es ist. Und vier Stäbe ist ja so eine Energie. Ja? Und hier erleben wir aber eine Umdrehung. Bitteschön. Die sind auf dem Kopf. Und ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Wenn ich vier umdrehe, ist es eine H. A, B, C, D, I, F, G. Oh, A, B, C. Sekunde. D, I, F, G, H. Die achte Zahl. Okay. Aha. Also, pass auf. Es kann sein, dass manche sich trennen, dass manche sich scheiden lassen und du gehst in die Splittung mit deinem Soulmate, mit jemandem, den, oder mit dem Twin Flame, mit jemandem, mit dem du verheiratet warst, entweder tatsächlich in der Realität oder emotional. Es kann sein, dass es jemand, den du mit 19, 20, 21 geheiratet hast. Und jetzt sagst du, wir sind quitt, wir sind fertig, ich bin fertig, ich bin reif, um weiterzuziehen. Und jetzt habe ich meine Analyse hier gemacht und die unsichtbare Energie und Botschaft, die sich aber dahinter verbirgt, ist eigentlich die Nummer 8. Heißt, anstatt der 4, was jetzt vermeintlich für den ersten Blick verloren geht, weil ihr euch trennt, du ausziehst und so weiter und so fort, du vielleicht eine ganz andere Vorstellung von ihm hattest. Es kann auch sein, dass diese Transformation, diese umgedrehte vierte Stäbe in der Beziehung stattfindet, wo beide nach wie vor danach zusammenbleiben. Okay, es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene Timelines. Was ich hier energetisch sehe, hier wird etwas aufgelöst, worauf man sich eingelassen hat. Hier wird etwas aufgelöst, um das Doppelte zu gewinnen. Okay? Es kann sein, man wird in seinem Partner enttäuscht über etwas ganz, ganz Tolle. Und man weiß aber, das ist mein Soulmate. Wir sind zusammen. Ich nehme die Challenge an und jetzt möchte ich wissen, wie geht es jetzt für mich weiter? Ich möchte jetzt nicht nur aus meinem mentalen Potenzial und Tool daraus schöpfen, weil meine mentalen Erfahrungen sagen mir, naja, wenn du darin enttäuscht wurdest, dann ist ja klar, haben wir bei Claudia, bei Susi und bei Natalie gesehen, das hat nicht geklappt, das wird nie was. Oder du erinnerst dich an die alten Erinnerungen aus deiner Vergangenheit, aus deinen Beziehungen und da wird was projiziert. Hier geht es, haben wir gesagt, der Mann geht nach unten zu Frau. Hier geht es ganz stark darum, was willst du eigentlich? Wenn das nicht ist, wenn er das nicht ist, was du dir vorgestellt hast, okay, dann hast du dank ihm, nicht wegen ihm. Ich möchte, dass du hier deine Denkweise überdenkst, überfühlst. Nicht wegen ihm, sondern ja, genau wegen ihm und genau dank ihm erkennst du jetzt, was du eigentlich willst als Frau. Für dich selbst,
für die Beziehung. Wenn er das nicht mit sich bringt und du kannst nicht mehr darüber schweigen, du fängst an laut zu werden, du fängst an darüber zu schreien schon fast, ja, und zu sagen, aber du musst das doch machen und ich habe das erwartet und das. Und da kommt alles raus, was damals nicht ausgesprochen wurde. Was dir damals entweder selbst noch gar nicht bewusst war oder du hast es gefühlt, aber das war wie unter so einer Schicht verborgen. Und was hier passiert 2023, ja, es findet eine Enttäuschung statt. Enttäuscht ist man dann, wenn man sich täuschen lässt. Also, was passiert? Du entdeckst, wo du in der Täuschung warst. Wo, durch wen vielleicht sogar und warum vielleicht sogar, du in deinen Vorstellungen über die Welt, über die Beziehung, über den Mann damals getäuscht wurdest, in deine Kindheit, im Bauch deiner Mutter, im Körper deiner Mutter, als du noch deine Mutter warst oder als du noch deine Oma warst. Das löst dich hier alles auf, weil die Brille runterfällt, weil der Vorhang runterfällt. Man schreit Dinge heraus, endlich eigentlich diejenigen, die für dich wichtig, richtig und gut sind. Das heißt, wenn du enttäuscht bist und es deinem Partner sagst, was passiert? Du kommunizierst zum ersten Mal eigentlich das, was du wahrhaftig möchtest. Und an dieser Stelle kann ich dir gratulieren. Und wenn du das erkennst, dann ist alles, was danach folgt, ob Trennung oder Zusammenbleiben oder was auch immer, irrelevant, weil dein Gefühl für diese Situation stimmig ist, weil du in der Dankbarkeit dadurch bist, in die Dankbarkeit kommst, weil du erkennst, es gibt kein Gut oder Böse. Es gibt kein Missgeschick und kein Glücksfall. Alles hat seine Richtigkeit. Und das sind eigentlich die Momente, in denen man echt so mega, mega in den nächsten Level aufsteigt. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Hab eine geile Zeit. Buch deine persönliche Legung. Bedanke dich mit Spende deine Wahl. Ich freue mich, von dir zu hören in den Kommentaren, wie sich vielleicht dein Jahr jetzt schon entwickelt. Danke für alles. Bis dann. Ciao, ciao.